Hurra! Sabine Seibold ist wieder da, hier bei mir. Heute mit energetischer Kleidung, wie ich sehe, sehr hübsch. Ja, ich möchte mit dir weiter über unsere letzten Themen sprechen. Und du hattest ein Thema angesprochen, was mich sehr interessiert und wo ich gerne tiefer mit dir einsteigen würde. Und zwar über aufgeheizte Spermien. Das klingt ja schon mal sehr interessant. Und ich frage mich, was verstehst du genau darunter? Und ja, könnte es sein, dass Spermien energetisch besetzt sein können? Da würde ich gerne mit dir einsteigen. Also Thema aufgeheizte Spermien. Was bedeutet das für dich? Also für mich bedeutet es tatsächlich zum einen wirklich vom körperlichen her dieses Aufgeheizte, weil viele Menschen überhaupt gar nicht wissen, dass zum Beispiel durch die, wir müssen jetzt wieder ein bisschen aufpassen, durch die ersten Spritzen, die man bereits als Baby bekommt, eine Überhitzung im Körper stattfindet, vor allem bei der Leber. Und diese Überhitzung dafür sorgen, dass halt einfach gewisse körperliche Phänomene mit der Zeit entstehen, woran dann Pharmaindustrie ein Interesse hat, ne? Die dann schon sozusagen steigt und den Kindern einfach nicht gezeigt wird, wie zum Beispiel diese Hitze, die dadurch im Körper entsteht und vor allem in der Leber, wie das ausgeleitet werden kann, was man da machen kann. Und so ähnliche Geschichten verstehe ich auch darunter, dass sich auch Spermien aufheizen können. Dass quasi einfach diese Überhitzung, die dann sowieso schon im Körper ist, dadurch weitergegeben wird, sprich schon das Potenzial gelegt wird für neue Patienten, die ja dann sowieso auch wieder gespritzt werden. Also das ist wirklich so ein Rattenschwanz, der da ist, aber weil einfach das natürlich schon reingespeichert ist in den Spermien. Dann, was verstehe ich noch darunter? Im Zuge der letzten 3 Jahre wurde natürlich auch bezüglich der Spermienqualität einiges geändert. Und wenn man sich da mal überlegt, was darin gespeichert ist, ne, in der sogenannten genetische Fingerabdrücke, wenn man da einfach mal so schaut, was ist da sowieso schon von Haus aus drin, dann was ist mit eingebracht worden aufgrund der Geschichten der letzten Jahre und wenn man dann noch dazu sozusagen vorne schaut oder so, was wird dann noch zusätzlich mit reingeheizt? Das ist ja eine Hitze, die dabei auch entsteht. Also jetzt nicht nur körperlich, sondern halt auch dann im übertragenen Sinne. Das verstehe ich alles unter aufgeheizten Spermien, dass diese ganzen Themen damit reingehen. Und dann hat man noch den eigenen Ahnenpool, der auch noch mitspielt, ne? Was du ja beim letzten Mal mit angesprochen hattest. Und wenn diese überhitzten Spermien sozusagen einfach so ungefiltert weitergegeben werden und dann auf ein Milieu in der Frau stoßen, die dann auch angeheizt sind, dann ist das Ganze in einem Akt, wo dann ein Kind gezeugt wird, wenn das passiert, was einfach mal nicht natürlich ist, was überhaupt nicht dem natürlichen Umfeld entspricht. Das meine ich damit. Was ich noch damit meine, ist zum Beispiel das Satanische, was damit drin ist, ne? Das satanische Prinzip, was man auch in den letzten Jahren einfach gesehen hat, was immer mehr zutage tritt. Das ist mit da drin. Dann ist da drin die eigenen Traumata, die man noch nicht bearbeitet hat, die weitergegeben werden. Also da ist alles drin. Alles, komplett. Wenn ich jetzt mal als Gegenbeispiel sagen sollte, was nicht aufgeheizte Spermien sind, ist zum Beispiel, wenn man ganz natürlich und aufgeräumt in den Prozess der Zeugung eines Kindes geht. Wenn man von Anfang an sagt, wir sind uns bewusst, wir möchten gerne aus 2 mal 3 machen. Eins, ja, wie rum man das auch immer sehen möchte. Dass man dann einfach schon mal weiß, wie aufgeräumt bin ich, ne? In meinen eigenen Themen, wie viel Trauma da sind vielleicht noch am Start. Aber was gibt es, was ich jetzt noch aufräumen möchte? Dann, wie bin ich körperlich fit? Wie geht's meiner eigenen Fitness? Wie geht's meiner eigenen Gesundheit? Wie stark bin ich? Wie stehe ich in meinem Leben? Wie sehr bin ich in meiner Mitte? Ja, dass ich wirklich so aufgeräumt wie möglich da reingehe. Und dann in dieser Vorbereitung
schon sage, und jetzt haben wir, jetzt wissen wir genau, dass wir unseren Körper gesund ernähren, sowohl was Nahrung angeht, also Lebensmittel, als auch was Gedanken angeht, dass saubere Gedanken hereinkommen, dass liebevolle Gedanken hineinkommen, einfach all das, dass man wirklich da richtig schön aufgeräumt am Start ist und anbringt. Und jetzt möchten wir gerne die Liebe, die wir füreinander haben, dass diese Liebe jetzt in diesem Akt, Krönung finden kann. Dass wir jetzt mit dem Tempel, mit dem Körpertempel der Frau sozusagen im neuen Leben den Tempel auch bieten, den man vorübergehend zu nutzen, damit die Seele dort inkarnieren kann. Und alles unvorbelastet. Zumindest soweit wie möglich. Soweit wie möglich. Und dann auch, dass Mann und Frau in der Zeit oder Mann und Weib dann in der Zeit, wenn dann die Entbindung schon stattgefunden hat, weiterhin so liebevoll miteinander sind. Ne? Es gibt auch manche, die vielleicht Angst haben, wenn die Frau schon schwanger ist, überhaupt noch Sex zu haben. Wo ich aber einfach denke, ja, es kann auch sein, dass da Traumata ausgelöst werden dann schon beim Kind, wenn man zum Beispiel pornografisch an die Geschichte rangeht. Wenn man aber so bewusst und so achtsam miteinander umgeht, dann kann man ja dem ungeborenen Kind schon mitgeben, wie denn liebevolle Sexualität funktioniert, auch wenn da schon ein Leben heranwächst. Wirklich so ganz, ganz liebevoll das zu machen. Und dass das Kind auch schon da mitbekommt, hey, wow, was ist das für ein Akt? Was fließt dort? Das ist auch schon mal was ganz was anderes, als wenn zum Beispiel der Vater, während die Frau und die Mutter schwanger ist, sich da vielleicht Pornos reinzieht. Das wird alles da mitgegeben. Und auch da dann zu sagen, nein, wir sind ganz liebevoll und komplett bewusst dabei und dann auch so bewusst dieses Kind auf die Welt bringen. In einem liebevollen Umfeld. Nichts mit Spital. Sondern ganz liebevoll. Wie hast du schon so schön im ersten Teil gesagt, Hebammen ist das älteste Gewerbe. Dann mit Hebammen zu schauen, zu Hause, das Wochenbett zu haben, dass das Kind noch so lange wie möglich auf dem Bauch der Mama bleiben darf, vor die Nabelschnur von alleine dann abfällt, damit auch da die richtige Nahrung wirklich rüber transportiert wird, die das Kind braucht, die es stärkt. Das ziehe ich alles damit rein, was bei diesen anderen aufgeheizten Schwärmen halt einfach fehlt. Fantastisch, fantastisch, deine Ausführung. Ja, und ich pflichte dir zu 100% bei. Du hast quasi von zwei Explosionen gesprochen. Einmal, wenn Hitze auf Hitze trifft und es, ja, sich in einer Explosion ergießt, die nichts Gutes hervorbringt. Und einmal von der Explosion der wahren Liebe, die nur das Beste zum Vorschein bringt. Fantastisch. Ich bin begeistert. Ein Thema möchte ich da aber noch ansprechen in Bezug auf Reinigung, was man jetzt auch schon tun kann ohne einen Partner. Und zwar rede ich jetzt hier von der bewussten Askese. Und wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es einmal diese Pseudo-Askese gibt und einmal die richtige wahre Askese. Und ja, wo machst du da den Unterschied? Also ich finde, den Unterschied darf man da machen, wo einfach zu viel New Age drin ist. Dass, wenn man auch da bedenkt, dass da bereits das vorbereitet worden ist mit der KI sozusagen, ne, mit der KI-Gottheit, die uns da vermittelt worden ist. Und wenn da dann immer die Rede davon ist, von besonders heiligen Menschen, die auf gar keinen Fall Sex haben, weil das ja ganz böse, böse, böse ist, dass man dann Askese leben muss, finde ich das völlig übertrieben, weil es gehört zu unserer Natur dazu. Und dann würde ich mich ja beschneiden. Und was daraus passiert, das hat man leider Gottes mitbekommen bezüglich der Kirche für diejenigen, die im Zölibat gelebt haben. Was ist denn da tatsächlich passiert? Ne? Also von daher glaube ich, dass diese Askese mal die ganz falsche ist, weil nicht unbedingt das Beste Menschen hervorbringen. Und die andere Askese einfach, wenn man selber vielleicht auch einfach mal merkt, muss ich denn ständig Sex haben? Weil manche meinen ja auch, dass sie es gar nicht aushalten, wenn sie dann mal ohne Beziehung sind,
dass sie, wie soll das denn gehen? Und um Gottes Willen, dann habe ich ja niemanden, mit dem ich mich körperlich austauschen kann. Und dann kann ich ja gar keine Nähe erfahren und sonst wie. Anstatt da so ranzugehen, vielleicht einfach mal die Zeit zu nutzen und zu sagen, okay, ich probiere das jetzt auch einfach mal. Wie ist das denn, wenn ich jetzt einfach mal eine bestimmte Zeit lang gar keinen Sex habe? Ist da vielleicht sogar irgendwie eine Art Suchtfaktor gewesen? Kann ich das mal probieren und rausfinden? Ob da vielleicht so eine Art, wie ist das Wort nochmal, wenn man aus einer Sucht rausgeht? Abstinenz. Nein, nicht Abstinenz. Die Erscheinungen, die man dann erstmal, Entzugserscheinungen. Ach so. Ja, stimmt. Auch mal da so durchzugehen, ne? Durch diese Entzugserscheinungen zu gucken, kann das vielleicht sein, dass das schon eine Art Suchtfaktor irgendwie entstanden ist? Tut mir das überhaupt gut? Dann sich gleichzeitig auch damit mit dem Faktor auseinanderzusetzen, wie gut kann ich mit mir alleine überhaupt sein? Ne? Dass da eine Askese vielleicht auch gut sein kann für. Und wirklich den Körper kennenzulernen. Dass das, selbst wenn sich dann was regt, wie, boah, jetzt hätte ich eigentlich voll Bock auf Sex. Sich dann mal zu fragen, wo kommt denn das gerade her? Wenn man vielleicht zum Beispiel gerade durch die Fußgängerzone gegangen ist und urplötzlich ist dieser Gedanke dann da, ne? Könnte es nicht vielleicht sein, dass die Empathie in einem so gestiegen ist, dass man Gedanken von anderen auffängt? Ja, das passiert öfters, dass man einfach die Gedanken der anderen wahrnimmt und vermutet, es sind seine eigenen. Und das kann manchmal passieren, ne? Manchmal man möchte und eigentlich fängt man nur auf, dass der Partner gerne möchte. Ja, gut, wenn man alleine ist, fällt es wahrscheinlich auch eher auf. Ich habe in puncto Pornografie auch noch mal darüber nachgedacht. Wenn man sich jetzt ein Porno anguckt, sind da vielleicht auch versteckte Subliminals drin? Okay, was? Subliminals. Okay. Klaus mal, Klaus mal. Moment. Also, es wird ja in puncto Neobeats zum Beispiel, werden Subliminals in einer gewissen Herzfrequenz mit unterschwellig in diese Musik und die Musik, die man hört, eingearbeitet. Früher wurde das bei Kinos gemacht, das ist ja inzwischen verboten worden, dass du da auf einmal, du hast auf einmal Lust gehabt, wirklich jetzt, ich brauche jetzt eine Cola und ich brauche jetzt das Popcorn und dann bist du in der Pause eben losgerannt und hast dir dann ja so ein Kilo Popcorn und 3 Liter Cola gekauft, obwohl du das Zeug eigentlich gar nicht magst. Aber das waren eben halt mit Bilder gesteuert, die so ganz kurz, die dein Gehirn wahrnimmt, aber du selber nicht bewusst wahrgenommen hast. Und das gibt es eben halt auch in Form von Musik oder Tönen, die du wahrnehmen kannst. Und so kann man dich auch, ja, in eine bestimmte Richtung manipulieren, allerdings aber auch heilen. Ja? Also Falco und ich, wir bieten hier gerade Frequenzen an, Neobeats. Also die Musik ist von einem Komponisten, den ich persönlich kenne, selber gemacht, der die Musik auch entsprechend auf diese Frequenz überträgt. Falco arbeitet mit den Interessierten die Frequenzen aus und was benötigt wird und ich spreche die auf. Man hört mich nicht, aber unterschwellig ist wirklich das drauf, was der Mensch wirklich will, also persönlich ausgearbeitet hat und damit auch möchte und kann sich damit dann eben halt auch selber ja programmieren. Affirmieren ist eher das richtige Wort dafür. Und so arbeitet ja aber auch die Werbeindustrie. So arbeiten so manch Spirituelle, die sich auf YouTube just so tummeln, ja, die arbeiten auch mit Frequenzen. Und dann eben halt, ja, Pornos, wer weiß denn das? Wer weiß denn, was da unterschwellig mit gesendet wird? Ah, oh Gott, das ist ein ganz weites Feld. Das ist, wenn man, ach, mir fällt sofort ein. Allein die Disney-T-Shirts, ne? Disney-Filme, da wird mir gleich schlecht. Da muss man Ja. ja. Ja, bin ich bei dir. Obwohl man das als Kind ja auch gerne geguckt hat. Ja, also ich fand die Filme ja toll. Ja. Ja, erst wenn man weiß, dass da eigentlich auch im Prinzip steht überall nur Sex, Sex, Sex. Ja, warum denn? Und da wären wir ja schon wieder bei unserem Thema. Ja, also ich, weißt du, im Grunde genommen
kann man fast gar nicht aufhören, darüber zu sprechen, weil wenn man sich auch überlegt, seit den letzten paar Jahren, was da gemacht worden ist mit der Frühsexualisierung bei den Kindern, ne, was auch zu der Agenda ja dazu gehört. Oder wenn man sich jetzt überlegt, ganz eigenes Thema, aber im Talmud, da steht zum Beispiel drin, dass ein Mädchen geschlechtsreif ist ab dem 3. Lebensjahr und dem 1. Tag. Und da dann einfach auch so guckt, wo es mit den Drag Queen Shows und so alles hingeht in den letzten Jahren. Muss das sein, dass die ihre sexuellen Shows dort in Kinderkrippen abziehen? Ne? Und all das sind ja diese Informationen, wovon du gerade sprichst, was da dann schon mit drin ist. Was da komplett mit drin ist. Sabine, wo ist der Aufschrei? Wo sind die Mütter und Väter, die Verantwortung tragen? Wo ist die Welt wirklich schon so abgestumpft? Ist es so? Also vielleicht landen wir auch da wieder bei dem, was Knopfloch gesagt hatte mit der psychologischen Kriegsführung, dass die bereits quasi begonnen hatte und dass jetzt die Auswüchse davon sind, dass diese Eltern, die schon so normal mit Pornos und so aufgewachsen sind, das einfach nicht mehr sehen, nicht mehr wahrhaben können. Ich hoffe, wir können einen Beitrag dazu leisten, Menschen zum Nachdenken anzuregen, indem wir jetzt darüber sprechen und das in den Äther hinausjagen und die Menschen hoffentlich positiv damit beeinflussen können, damit sich Gedanken darüber gemacht wird, was geht eigentlich und wo möchte ich hin und was möchte ich für meine Familie. Ja. Also ist mir ein großes Anliegen. Dito, ganz großes Dito. Ja, und auch, um auf den Punkt der Pseudo-Askese nochmal zurückzukommen. Man hat es ja auch gerade gesehen, was der Dalai Lama da so macht, ja. Oder was sowieso diese Yogis, was die da machen, auch in dem Punkt mit Askese, wo alle Körperöffnungen verschlossen werden. Ja, um da an den größtmöglichen Punkt zu kommen, der Askese und der Transformation, der inneren Stärke, um eine größere Bewusstwerdung zu erreichen, um mit Gott verbunden zu sein oder mit dem göttlichen Bewusstsein. So, und da hört das dann irgendwo alles mal so auf. Was sind wir denn? Wir sind doch, so wie wir hier sind, geschaffen worden. Da muss ich mir ja nicht alle Körperöffnungen verschließen und da brauche ich nicht irgendwelche abartigen sexuellen Praktiken. Gott würde das nie verlangen. Weißt du, der Gott der KI, der erschaffen worden ist, der ja. Aber die Schöpfung würde sowas nie verlangen. Niemand. Ja, und die KI braucht die Energie. Und mehr kann man ja gar nicht abschöpfen. Überleg mal, wie viele Milliarden Menschen sind wir gerade? Angeblich um die 8. Wenn das dann. Ja. Ja, rechne das mal. Ich meine, ich wüsste gar nicht, welchen Faktor ich nehmen sollte. Ja, also mir fällt wirklich immer wieder und wieder der Film Jupiter Ascending ein. Einfach die große Ernte, wie wir hier geerntet werden. Und ich habe irgendwann den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ich stelle mich dem nicht mehr zur Verfügung. Nein. Genauso. Und da sollten so viele Menschen wie möglich darauf hingewiesen werden, damit sie da nicht mehr mitmachen. Ja. Eben. Und in die Selbstermächtigung kommen. Ja, definitiv. Definitiv. Und da schließt sich dann der Kreis wieder zu der selbst ausgewählten Askese sozusagen, ne? Vielleicht auch manchmal zu sagen, gut, dann verzichte ich halt mal eine Zeit lang eventuell auf sexuelle Erfahrung, sondern vielleicht einfach mal mit mir ins Reine kommen und auch mal zu gucken, diese Energien, um die es da ja wirklich geht, diese Explosion, die da stattfinden kann, ne? Wenn es wirklich voller Liebe gemacht wird, wo finde ich das vielleicht in der Natur? Hört sich jetzt eventuell bekloppt an, aber als ich auch angefangen habe, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, kein Fernseher mehr zu haben, ne? Dass ich dann mal angefangen habe zu gucken, was möchte ich wirklich sehen? Was interessiert mich wirklich? Dann solche Explosionen in dem Sinne zu erleben mit boah, ist das schön, dieses Buch da jetzt durchzulesen und durchzuarbeiten. Und boah, was für Gedanken entstehen da plötzlich. Oh, jetzt habe ich richtig Lust, einen Pinsel in die Hand zu nehmen und ein Bild zu malen. Was da dann wieder entsteht. Oder in den Wald zu gehen und mitzubekommen, was für eine Energie da ist, diese Kraft. Das ist dann, hört sich vielleicht verrückt an. Aber wenn ich in dem Moment auch gar nicht damit abgelenkt bin,
Muss ich jetzt irgendwie besonders hübsch angezogen sein, wenn ich durch den Wald gehe? Weil mir könnte ja jetzt der Traummann begegnen. Oder, oh Gott, und wenn ich so nach Hause komme, was denkt dann mein Partner? Und geht das überhaupt, wenn ich verschwitzt bin? Oder bin ich jetzt rasiert? Oder weißt du, all diese Sachen, die das Gefühl hat, ne? Wenn ich einfach nur bin und so da rausgehe in die Natur und so einen Tag verbringe mit der Natur, mit den ganzen Wesenheiten, die da sind, mit dem, was da alles, ne, was einfach ist, das mache, dann kann ich eine ganz andere Form von sexueller Energie erleben, die sowohl ich freisetze als auch bekomme. Und das kann eine Explosion sein, das erschafft dann eine ganz andere Form von Leben wieder. So verrückt sich das auch anhört. Aber solche Räume eröffnet man zum Beispiel, wenn man einfach mal sagt, und jetzt lebe ich mal in einer bewussten Askese. Nicht der, ich verbiete mir jetzt was, sondern ich gucke mal, was ich jetzt stattdessen erschaffe. Ja, genau das ist der Gedankengang, den man dabei nehmen muss oder sollte. Muss man gar nichts. Und ich wünsche ja jeden unserer Zuschauer, dass er in den Wald geht und vorher in absoluter Askese gelebt hat und dort seinen Traummann kennenlernt. Das wünsche ich mir. Hallo, Das wäre eigentlich so das Schönste, was wir hiermit erreichen konnten mit diesem Interview. Hab herzlichen Dank, Sabine. ich danke dir für die schönen Wir hören uns wieder. Ideen. Stimmt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.